Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Heute geht es nun endlich weiter zur nächsten Meisterschaft, den Pro Internationals. Mal schauen, was uns hier so erwartet. Wahrscheinlich fehlen uns ein paar Fahrzeuge. Aber ich würde sagen, das sieht interessant aus. Doppel-Ärger. Welches krankes Hirn auf die Idee kam, einen Wagen oben auf einen anderen zu schrauben, weiß keiner mehr. Aber diese Rennen sind der Hammer. Bissige alle und der Doppeldecker gehört dir. Okay. Why not? Wer der Erste mit dem Superburger? Wenn das Rennen auf erste Position und Siege mit mindestens 50 Metern Vorsprung. Ich bin ja gespannt. Double Trouble. Okay, sieht schon mal interessant aus. Geht aber ein bisschen ab. Kann ich mich da irgendwie durchschleichen? Ja. Ja, das ist natürlich doof. Blechschaden. Wahrscheinlich ziemlich top-heavy. Muss aufpassen in den Kurven oder wenn man gerammt wird. Oder einfach mega untersteuert. Der wird schon abheben. Merkt man. No, Jungs! Oh, shit. Das war ein harter Treffer. Und da konnte ich auch nicht mehr ausweichen. Muss man versuchen, ziemlich weit unten zu bleiben. Damit man da nicht getroffen wird. Und bis jetzt sieht es eigentlich gut aus. 2 von 6 Runden. Come on. Da liegt schon jemand. Die können sich ja natürlich manchmal nicht zurücksetzen wie ich. Schon doof. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesehen, dass jemand oben steuert und unten Gas und Bremse bedient. Ich glaube auch bei Joko und Klaas war das mal, dass sie das gemacht haben. Aber das gibt es ja auch als Rennserie in echt. Soviel ich weiß. Schwierige Sache. Da wird einer einfach geschoben. Okay, auch gut. Noch 2 Runden. Jetzt gibt's da schon ein paar mehr Leichen. Das wird ein bisschen schwieriger.
heißt oberste Vorsicht geboten. Schade. Wahrscheinlich bloß Demolierhilfe, aber nicht mal das. Eigentlich wollte ich ihn demolieren. Die kommen mir ziemlich nah. Demolierhilfe bekommen auch gut. Einmal noch um die Runde. Demoliert. Es gibt Punkte. Ich dachte, das Rennen wäre vorbei. Schade. Geht's dann wohl doch noch einmal zurück. Aber das haben wir im Sack. Als erster und mit 50 Metern Vorsprung. Wenn es nichts Schlimmes passiert. Aber es sieht gut aus. Jetzt. Nice, beides erreicht, sehr gut. Und da haben wir jetzt diesen Double Decker. What the hell? Abgeschlossen, 100%. Abtrünnige Abwracker. Rempeln, zerquetschen, zerstören. Bei diesem Demolings Derby Event mit mehreren Läufen des internationalen Teufelskerlen alle Ränge offen steht, wird gekämpft bis zum letzten Fahrzeug. Verursache 1500 Schaden, zerstöre 3 Gegner. Let's go. 23 Gegner haben wir hier. Und einfach mal voll in die Mitte reinpreschen. Dann ein paar Leute raussuchen, die schon ein bisschen mehr kaputt sind, wie der hier. The Jesus ist dran. Oder Rippet Team. Oder Rogue. Irgendjemand hier. ...1500 Schaden erreicht. Du weißt, dass du mir gehörst. Shit.
8-Pack, ich möchte 8-Pack haben, come on. Gib mir 8-Pack. Shit, der ist weg. No! Ich treff gar nichts. Vielleicht Malabusa? Nicht mal das. Komm schon, wenigstens du gehörst mir. Malabusa, das war's. Thingfish. Kurz mal anrempeln. Zrifix auch nicht. Jack the Ripper auch nicht. Nix treffe ich. Kann ja nix nicht sein, Mann. Mann, die holen sich alle meine Kills. Ich habe erst zwei Leute zerstört. Jetzt aber. Nee, der gehört mir. Fuck you! Shit, sorry. No! Ich möchte... Jetzt aber, komm. Demoliert. Ich habe noch 37 HP. Vielleicht soll ich auch mal die Taktik machen, rückwärts zu fahren. Sorry, dass ich gerade ein bisschen ruhiger bin, aber ich versuche mich da irgendwie ein bisschen zu konzentrieren. Wenn der jetzt jemand wegschnappt. Noch zwei Gegner. Der macht sich selber kaputt, auch gut. So, noch der letzte. Thingfish. Boom. Nice. Erste Position, sehr gut. Level 31. 100% auch hier erreicht, sehr gut. Ja, und somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Wreckfest. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.